Hi, ich bin Stefan und ich stelle dir heute mal die neuen Plektren von Alvaplek vor. Plektren. Wenn du schon ein paar Jahre Gitarre spielst, dann wirst du wahrscheinlich genauso wie ich ungefähr 1 Milliarde von diesen Dingern überall rumfliegen haben. In jeder Hosentasche, Jackentasche, Portemonnaie, Auto, unterm Teppich. Der Hund bringt wahrscheinlich welche, wenn du ihn rufst. Und was auch immer. Die Teile gibt es in allen möglichen Formen, Farben, Dicken, Materialien, was auch immer. Und irgendwie ist meistens für jeden was dabei. Aber wenn es dir so geht wie mir, ist die Suche irgendwie nach dem perfekten Plektrum irgendwie fast nie irgendwie abgeschlossen. Eine Zeit lang bleibe ich bei einer Sorte und dann gucke ich mal wieder weiter, was mir dann noch irgendwie zwischen die Finger kommt. Im Moment spiele ich tatsächlich hauptsächlich irgendwie 3 Größen. Das eine ist quasi das Standard Jazz 3. Und zwar mit der begrippten, die Oberfläche, die nicht rutscht, quasi in Schwarz. Die klingen besser als die roten. Dann das normale Ultex für so alles, was nicht ein bisschen melodiemäßig ist, sondern eher Rhythmus. Und wenn es quasi richtig zur Sache gehen soll, eher so im Jazz, dann habe ich tatsächlich so ein dickes Wegen-Plektrum, was auch schweineteuer war. Und wenn ich das tatsächlich mal mit beim Gig hatte, dann kriege ich jedes Mal so einen halben Herzinfarkt, wenn das Teil fehlt. Oder wenn ich es nicht sofort wiederfinde. Ich glaube, die kosten irgendwie so 8 oder 10 Euro pro Stück. Das geht ganz schön ins Geld. Wie komme ich jetzt zu Alvaplek? Eigentlich wie bei meinem letzten Review. Wenn man durch Facebook durchscrollt, dann kommt immer mal wieder Werbung eingeblendet, weil die Algorithmen, die kenne ich einfach ganz gut und sagen dir, was du vielleicht brauchst oder ausprobieren sollst. Und ja, dann habe ich auch die Werbung von Manuel gesehen und dachte mir, warum nicht, einfach mal ausprobieren. Ich hatte tatsächlich auch schon mal welche geschenkt bekommen von meinem Vater, der hatte sich die mal bestellt und noch die alte Serie in dieser Pfeilform und hat die mir auch schon mal rübergeschmissen. Das heißt, ich kannte Alvaplek tatsächlich auch schon. Die Firma Alvaplek gibt es jetzt seit 2017. Damals mit der Intention gegründet, Plektren herzustellen, die auf jeden Fall länger halten und besondere Merkmale aufweisen und noch mehr Einfluss auf den Ton zu nehmen und sich nicht so schnell zwischen den Fingern verdrehen. Das erste Plektrum, was rausgekommen ist in Serie, war dann auch das Akustikplektrum mit so einem freischwingenden Bogen vorne, um einfach auch mit alten Saiten auf eurer Akustikgitarre irgendwie immer noch einen frischen Sound zu haben. Also checkt das auf jeden Fall auch mal aus, fand ich ein ganz spannendes Konzept. Kommen wir endlich zu den Plektren. Also in meinem Testpaket hatte ich einmal von Manuel die komplette Palette zum Testen bekommen. Also neben den großen Premium-Plektren mit der abgerundeten Spitze und dieser akzentuierten Spitze, auch noch die Tropfenform und, was ich sehr cool fand, das Riffmaster. Alle Plektren kommen, habe ich ja schon gesagt, in diesem Grauton. Eine leicht raue Oberfläche, die auf jeden Fall sehr viel Grip zwischen den Fingern bietet. Und einem aufgestanzten Aufdruck, quasi von Alvaplek und darunter dann meistens irgendwie noch Premium oder in diesem Fall Riffmaster, der euch auch nochmal so ein bisschen mehr Halt zwischen den Fingern gibt. Das heißt, also verrutschen können die Teile eigentlich nicht. Also wenn ihr mal diese Standard-Plektren von Fender gespielt habt, diese Fender Medium oder Heavy, die Dinger werden irgendwann glatt wie Sau und fliegen einfach durch die Gegend. Das passiert euch mit denen auf jeden Fall nicht. Das Material ist Nylon, allerdings aus der additiven Fertigung. Das heißt, für alle, die sich damit nicht auskennen, so wie ich, Manuel war so nett und hat mir das mal aufgeschrieben, die Teile kommen aus einem 3D-Drucker. Und dabei wird dann dieser Nylon-Werkstoff quasi auf einer Trägerplatte so Schicht für Schicht aufgetragen. Und dadurch kriegen die halt diese bisschen rauere Oberfläche. Aber das ganze Material ist unfassbar haltbar. Also ich habe dieses Riffmaster jetzt tatsächlich schon, ich habe die schon ein bisschen länger rumliegen. Ich kam einfach noch nicht dazu, die in dem Video zusammenzufassen. Ich spiele das jetzt schon eine ganze Weile. Das hat auch schon einen Waschgang in der Waschmaschine überlebt. Und abgesehen von einer kleinen Verfärbung an der schwarzen Spitze, ist damit nichts. Also das Ding ist immer noch wie neu. Wenn ihr dagegen mal so ein Jazz 3 nehmt, die Teile hier, dann kennt ihr das wahrscheinlich, wenn ihr die mal gespielt habt, nach ungefähr 5 Minuten sind die Dinger mehr oder weniger ab. Also wenn ihr mal wirklich einen Gig damit spielt oder sowas, dann könnt ihr irgendwie nach einem halben Set irgendwie das Plektrum wechseln und dann haut man schon mal so relativ schnell so eine Tüte durch. Genug gelabert, ich spiele dir einfach mal die Plektren vor und dann vielleicht hörst du ein paar Unterschiede. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, entweder das Ganze über Studio-Monitore abzuhören oder zumindest gute Kopfhörer. Vielleicht nicht unbedingt über den Handy-Kopfhörer, weil dann so ein paar Details einfach verloren gehen. Ich werde ein paar Clean-Sounds mit Akkorden spielen und auch noch ein paar, ja,
Ich bin kein Shredder in diesem Sinne, eine ein bisschen schneller gespielte Linie oder sowas, damit ihr mal so das Pick-Attack quasi hören könnt. Fazit. Ich habe quasi drei Plektren gegeneinander antreten lassen. Und zwar einmal das Alva Plek Riffmaster, das Standard Jazz 3 in Schwarz und das Jazz 3 in Ultex oder in diesem Ultex-Material, um einfach mal so eine Vergleichbarkeit zu haben. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass das Riffmaster sehr ausgewogen klingt. Das heißt, gutes Pick-Attack, aber irgendwie nichts Nerviges dabei. Das Ultex klingt dagegen schon sehr hart und fühlt sich durch diese Plastikmaterial einfach auch nicht so schön an beim Spielen. Das Jazz 3 liegt halt irgendwo so in der Mitte vom Sound, hat aber, finde ich, beim ersten Anspielen immer noch so ein leichtes Kratzen im Attack. Das kann man mögen, geht mit Verzerrung vielleicht nachher auch so ein bisschen weg, aber es ist mir halt nur aufgefallen. Ansonsten liegen das Jazz 3 und das Alva Plek soundmäßig irgendwie sehr nah beieinander, weil die halt auch beide aus Nylon sind. Nur halt eben, das Jazz 3 hält halt eben nicht mal irgendwie ansatzweise so durch wie das Alva Plek. So, machen die euch jetzt zu besseren Gitarristen? Nein. Aber die können euch auf jeden Fall dabei helfen, dass ihr besser spielt, indem ihr ein Plektrum habt, mit dem ihr euch einfach wohlfühlt. Also, bestellt euch einfach mal die Alva Plek. Ich finde die auf jeden Fall ganz cool. Im Moment gibt es, glaube ich, auch eine Aktion, dass ihr 99 Cent für ein Plektrum bezahlt. Da muss ich einmal ganz kurz zwischenhaken. Also, die 99 Cent beziehen sich tatsächlich im Moment auf den Versand der Plektrum. Das heißt, Manuel und Alva Plek bieten im Moment die Rabattaktion an, dass ihr für nur 99 Cent Versand euch die Plektrum nach Hause kommen lassen könnt. Ihr könnt aber auch jede Menge sparen, indem ihr zum Beispiel eure Lieblingsplektrum gleich in einem 5er oder 10er Pack bestellt. Macht eigentlich auch am meisten Sinn, denn die Teile, wie gesagt, fliegen immer mal wieder überall hin und 5 oder 10 Plektren sind halt schnell weg. Also schaut auf jeden Fall auf die Seite, ihr spart immer noch eine ganze Menge Geld, aber das wollte ich einmal nur kurz korrigieren. Und weiter geht's mit dem Video. Wenn man das mal in Relation setzt zu den Jazz 3, die ungefähr 15 Minuten halten, könnt ihr selber irgendwie das ausrechnen, was das für euch bringt. Ich bin auf jeden Fall ganz angetan von den Teilen. Das Einzige, was ich mir nur wünschen würde, wäre quasi das Riffmaster ein Müh kleiner, dass es mehr wie so ein Jazz 3 zwischen den Fingern liegt. Aber naja, man kann ja hoffen, vielleicht, Manuel, wenn du das hier siehst, ein bisschen kleiner wäre nett. Ansonsten checkt die Plektren einfach mal aus. Ich habe den Link zum Shop in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, wenn ihr welche habt, wie die euch gefallen habt. Oder schreibt einfach, was ihr für Plektren generell spielt und warum. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das war's dann auch schon wieder. Vergisst nicht auf Abonnieren zu klicken. Hinterlasst dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und schau auch gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei. Da hast du die Möglichkeit, mich und meinen Kanal zu unterstützen. Und das Ganze schon ab 1 Euro im Monat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und ansonsten würde ich sagen, tja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.